Ich heiße Elisabeth Gürtler und ich bin in der Hotellerie eigentlich seit ich mein Studium beendet habe. Ich habe meine Diplomarbeit über Tourismus geschrieben und ja, ich bin mit Leib und Seele Hotelierin, habe aber in meinem Leben auch vieles, vieles andere gemacht und ich glaube, das kommt einem auch in diesem Beruf sehr zugute. Ja, wenn man mich so als Grande Dame bezeichnet, dann frage ich mich immer, was ist eine Grande Dame? Grande Dame sind ja zum Teil Leute, die eigentlich nur gut leben und nichts geleistet haben. Ich würde sagen, wenn sich das Grand bezieht auf die Leistung, dann bin ich natürlich stolz. Wobei ich sagen muss, am meisten stolz war ich eigentlich, als ich von Leading Hotels bzw. von Hotels, von der Zeitung Hotels, die eine internationale Zeitung ist, in New York zu Hotelierin des Jahres der Welt gemacht wurde, gleichzeitig mit dem Chef von Hilton, der für die ganze Kettenhotellerie gestanden ist. Das war eigentlich für mich der Ritterschlag und das, wenn ich das als Grande Dame bezeichne, dann ehrt es mich. Das ist ein wunderbares Gefühl, weil man das Gefühl hat, dass das, was man die letzten Jahre getan hat und worauf man hingearbeitet hat, und das war für mich damals mit den Sacher-Häusern, dass das eine internationale, nicht nur eine nationale im lokalen Bereich, sondern eine internationale Akzeptanz gefunden hat und dass diese Nische, die man versucht hat, international auszuweiten, dass das auch die Anerkennung gefunden hat und nicht nur die eigene Vorstellung war, die man eigentlich realisieren konnte, von der man geglaubt hat, dass sie gut ist, sondern dass diese Vorstellung auch international Akzeptanz gefunden hat.